Hallo zusammen und willkommen zu einem neuen Video. Heute heißt es wieder Wandern im Saarland, beziehungsweise heute Wandern in der Grenzregion im Dreiländereck. Wir sind unterwegs auf dem Sinzer Bannwanderweg, eine Strecke, die 12 Kilometer hat. Ich glaube 170 Höhenmeter geht es hoch und rund wieder runter. Ja, empfohlen bekommen haben wir die Tour vom Hans. An der Stelle viele Grüße. Hanni! Und ja. Und Sabine. Dann schauen wir mal, wie die Tour wird. Die Aussicht hier ist schon richtig klasse. Ich habe wieder die Drohne dabei. Gibt wieder ein paar schöne Aufnahmen. Und ich würde sagen, wir wandern los und ich wünsche euch viel Spaß mit dem Video. Am Anfang ging es jetzt ein gutes Stück über ja, an Feldern und an Koppeln vorbei. Zum Einstieg der Tour sei gesagt, offiziell geht es wohl südlich an der B402 oder L402 los, an so einem kleinen Waldweg, der da reingeht. Da ist aber in der Nähe tatsächlich nichts zum Parken. Es gibt einen kleinen Parkplatz ein bisschen oberhalb, ein bisschen südlich weiter von Sinz, beziehungsweise auch oberhalb. So ein Rastplatz, da kann man gut parken und dann geht es nur noch über so einen kleinen Feldweg runter und dann stößt man schon direkt auf die Strecke drauf. Oben an dem Parkplatz ist tatsächlich auch ein altes, verwittertes Schild vom Sinzer Bannwanderweg, aber da kann man schon fast nichts mehr drauf erkennen. Also da sollten sie vielleicht nochmal beim Einstieg ein bisschen was aktualisieren. Ja, auch eine kleine negative Sache jetzt. Unten ging es jetzt ungefähr 200 Meter direkt an der Landstraße entlang, ohne Seitenweg. War zwar wenig Verkehr, aber ja, nicht so toll. Jetzt sind wir wieder im Wald. Hier ist schön. Waldwege, keine kleinen Single Trails, aber trotzdem toll. Da melde ich mich mal wieder. Eine ganze Zeit lang ging es jetzt ja am Waldrand entlang durch ja auch kleinere Wälder durch, die tatsächlich nicht so schön waren. Das Highlight dieses Weges ist tatsächlich eher die Fernsicht, die man hat. Die Wege sind nichts Besonderes. Waldwege, Forststraßen, Landschaftswege. Ja, jetzt sind wir in einem wirklich schönen, älteren Buchenwald. Da macht es richtig Spaß durchzugehen. Der Boden schön laubbedeckt. Wunderbare Herbstfarben. Ja. Weiter geht's.
Ja, hier hat es jetzt eine schöne Sinnesbank. Da werden wir jetzt mal Pause machen. An dieser Stelle hier kreuzt dann auch der Sinzer Bahnweg die Traumschleife, den Dolinenweg. An so einer Doline kommen wir gleich noch vorbei. Aber jetzt genießen wir erstmal eine schöne Pause mit ein bisschen Aussicht. Ja, auch hier geschehen noch Zeichen und Wunder. Der erste Singletrail des Tages. Und jetzt geht's zu den Dolinen. Ob das Zufall ist, dass der Bannwanderweg auf dem einzigen Singletrail hier jetzt parallel zur Traumschleife Dolinenweg führt, wer weiß. Ja, das ist tatsächlich ein richtig schöner Abschnitt hier vom Sinzer Bannwanderweg. Mit hier schöne Schleifen durch den Wald. Hier trennen sich die Wege wieder. Die Dolinenschleife geht hier links rum und wir gehen geradeaus weiter auf dem Sinzer Bahnweg. Es dürften noch etwa 3 Kilometer sein. Ja, bei Kilometer 7 haben wir den Dolinenweg verlassen und sind jetzt hier auf Kilometer 5 nochmal drauf gestoßen. Und jetzt läuft er hier wieder parallel zum Bahnweg. Ja, wir wandern gerade hier durch dieses Waldstück und hier verlaufen überall diese Gräben. Ich meine, das hätte ich auch irgendwo in der Beschreibung vorgelesen, dass das hier Schützengräben waren, Überreste. Denn ja, wir sind ja wie gesagt im Grenzgebiet zu Frankreich. Das heißt, irgendwo hier ist auch der Westwall verlaufen. Ja, hier kann man es nochmal schön sehen, die Kante hier, die hier hochläuft. Ja. Ob es hier dann allerdings im Zweiten Weltkrieg zu Kampfhandlungen gekommen ist, ja, das kann ich euch jetzt gar nicht sagen. Ja, gerade noch davon erzählt. Und ja, hier ist nochmal ein Schild dazu, zu den Schützengräben, ja, wie sie hier auf dem Dolinenweg beschrieben sind. Wir dürften jetzt ungefähr, hier sind wir jetzt etwa, da wären eben die Doline. So, also hier kann man die Schützengräben richtig gut sehen, wie er hier entlang verläuft, ja, und sich dann hier aufzählt, einmal hier links rum. Und einmal hier rechts rum. Ja, draußen aus dem Wald geht es jetzt noch einmal über die Felder. Ungefähr da oben bei dem kleinen Wäldchen haben wir irgendwo geparkt. Hier liegt Sinz. Da sind wir einmal drumherum gelaufen.
Ja, wir befinden uns jetzt auf den letzten Metern des Sinzer Bandwanderwegs. Haben jetzt nur den Anstieg hoch zum Parkplatz vor uns. Geht hier wieder über so ein bisschen asphaltierten, ja, Landschaftsweg. Der Weg hört quasi so auf, wie er angefangen hat, zumindest von unserem Startpunkt aus. Ja, durchwachsen würde ich sagen. Die erste Hälfte schöne Aussichten, die Wälder waren auch nicht sehr toll. Stinknormale Wege, jetzt im zweiten Drittel, ab dort, wo eben parallel zum Dolinenweg gelaufen ist, richtig schön durch den Wald durch, kleine Pfade. Ja, Highlights gibt es keine großartige. Die Doline, naja, so sehenswert ist sie nicht. Ich würde den Weg wahrscheinlich eher dann nochmal im Sommer gehen, wenn die Felder bestellt sind. Wenn wir vielleicht hier Raps blüht oder so, dann ist das Ganze wahrscheinlich ein gutes Stück schöner. Ja, nichtsdestotrotz, Hauptsache wir waren draußen und haben uns bewegt, waren in der frischen Luft. Und ich hoffe, das macht ihr heute auch noch. Geht also heute am Sonntag raus, genießt die Natur. In dem Sinne, wir sagen danke fürs Zuschauen, ja, und schaltet auch beim nächsten Mal wieder rein. Wenn es heißt Autobody und die Frau am Wandern. Ich würde gerade sagen, was willst du jetzt sagen? Ja. Also dann, ciao! Ciao!